Das Schumann-Quartett wurde ja schon 2007 gegründet und wir haben seitdem eine sehr große Entwicklung gemacht, auch mit Wettbewerben, sehr viele Konzerte gespielt. Wir haben vor allem diese drei Werke, Bartok, Brahms und Beethoven, sehr oft gespielt. Zuletzt, glaube ich, haben wir noch einen großen Sprung mit dem Schubert-Wettbewerb gemacht, den wir dann glücklicherweise auch gewonnen haben. Und da sind wir auf einen Stand gekommen, wo wir uns wirklich gefühlt haben, jetzt sollten wir eine CD aufnehmen, wir haben etwas zu sagen und wir haben endlich etwas erreicht, das wir sozusagen auf eine CD rüberbringen können. Das ist jetzt unsere erste CD, die wir jetzt aufnehmen, unsere Debüt-CD. Und wir haben uns natürlich die Fragen gestellt, wie kriegen wir hin diese Atmosphäre, die ja eigentlich nur im Konzertsaal stattfinden kann. Dieses im Moment, dieses Spontane. Im Moment wird die Musik geboren. Wie kriegen wir hin, das auf das Medium CD zu transportieren, ohne dass es wie eine Konserve klingt? Und das ist natürlich ein Anspruch, der wirklich wahnsinnig schwer ist zu bedienen. Doch ich glaube, dass wir besonders in Beethoven und auch in Brahms oft Momente drin hatten, von denen wir vorher, die plötzlich kurz vom Mikrofon entstanden sind. Wir hatten das gar nicht geplant und plötzlich war da so ein Geist, so eine kurze Inspiration. Und beim nächsten Tape hat es wieder nicht funktioniert. Eine CD ist immer eine große Herausforderung und man wächst auch daran, an der Aufnahme selbst. Aber wir haben selber Spaß daran, sie zu hören und hoffen, das Publikum wird die Musik, die wir so spielen, auch genauso Freude daran haben und diese Musik annehmen.